hallo zusammen, ich bin der Ben und ja, das ist hier mein neuer Channel, Ben's Mission. Und ja, wie es dazu kam, werde ich euch kurz erläutern. Ich habe diesen wunderbaren Channel von meinen Geschwistern zu Weihnachten bekommen, ohne genau zu wissen, was das Ganze ja auf sich hat. Und was ich bekommen habe, waren diese wunderbaren, bunten, nett verpackten Briefe hier, wie ihr seht. Und Ben's Mission Woche 1 ist natürlich der erste. Und so geht das natürlich fortlaufend bis hin zur 10. Und ich darf natürlich immer nur die jeweilige Woche lesen, was ich auch wirklich tue. Und muss diese natürlich abarbeiten. Also Ben's Mission Woche 1. Ich habe natürlich schon reingeschaut. Das dürft ihr auch. Lautet: Lieber Benjamin, deine Mission für die erste Woche lautet: Erstelle ein Haar- und Bartpflege-Tutorial mit deinen Lieblingsprodukten. Gut, man hat mir gesagt, das soll noch eins der leichteren sein. Da bin ich ja gespannt. Da muss man echt das eines der wenigen Geheimnisse eines Mannes hier preisgeben. Aber gut, da muss ich jetzt wohl durch. Also, ich würde sagen, ab ins Bad. So, als allererstes wasche ich mir die Haare aus. Dann kurz abtrocknen. Und dann nehme ich zum Beispiel Got2b Strandmatte von Schwarzkopf. Dann ein kleines bisschen auf die Fingerspitze, kurz die Hände einreiben und zack, ordentlich in den Haaren verteilen. Und während die Haare trocknen, kann ich mich aber schon mal rasieren. Einmal den Rasierer raus, ich mache das Ganze in zwei Stufen. Stufe 1 ist die kürzere. Damit rasiere ich die Seitenhaare des Bartes. Anschließend 1 mm länger und nun den Rest des Bartes. Kurz einmal kämmen, um zu checken, ob ich auch gleichmäßig geschnitten habe. Jetzt brauchen wir den Rasierschaum. Einmal die leicht angefeuchtete Haut schön einmassieren. Rasiermesser parat, Wasser ins Waschbecken einlassen, der Umwelt zuliebe und auf geht's. Gerade am Kehlkopf könnt ihr die Haut ein wenig zur Seite ziehen, damit ihr euch nicht schneidet. Dann noch einmal schön fein gegen den Strich, um die Rasur noch sauberer zu machen. Jetzt einmal kurz abwaschen, um zu checken, ob auch alles gut ist. Und dann noch einmal ganz fein die Konturen nachziehen. Jetzt brauchen wir die Schere. Hiermit könnt ihr über der Oberlippe noch einmal ganz fein die überstehenden Barthaare abschneiden. Genauso wie die an der Seite. Jetzt nochmal ein kleines bisschen von der Strandmatte. Natürlich könnt ihr auch richtige Bartpflegeprodukte nehmen, aber ich nutze diese eigentlich seit vielen Jahren ganz gerne. Verreibe ein bisschen in der Hand und bringe die Form in den Bart. Pflege für die gereizte Haut, ganz wichtig. Dort nehme ich Nivea Soft. Einmal schön verteilen, Gesicht eincremen und natürlich besonders die gereizten Hautstellen der Rasur. Und das war's schon. Ebola. So, ich würde sagen, Mission Nummer 1 ist erfüllt. Der Bart ist ab, die Haare sind frisiert, einigermaßen jedenfalls. Und ja, ich hoffe vielleicht, dass der ein oder andere von euch einen Tipp davon gebrauchen konnte. Ich bin jetzt jedenfalls erstmal mega gespannt, was nächste Woche auf mich zukommt. Ich hoffe auch, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal natürlich ein super geiles neues Jahr 2015. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ben jetzt öfter hier.